Hallo, meine Fetten schauen schon zu. Willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Season 8. Ja, die sind ein bisschen kugelrund. So, was haben wir das letzte Mal gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Tut mir leid, dass ich ein bisschen länger Pause gemacht habe. Aber ich habe zwar keinen Bock auf die Kampagne. Da machen wir jetzt mal normal weiter. Genau das, was wir machen müssen. Und zwar, wir haben das letzte Mal noch ganz knapp, glaube ich, die Sockel reingemacht. Und jetzt müssen wir mal kurz die ganz großen machen, die ganz großen Edelsteine. Ja, ja. 64 haben wir schon gehabt. Boah, scheiftigst. Nur das Beste. So. Also, dann haben wir hier noch einen hier. Und hier ist ja was drin. Dann machen wir nochmal kurz die raus. Jetzt ist das ja nicht komplett stark. Ja, wir haben Geld, ja. Wir haben Geld. Wir könnten schon langsam die Edelsteine reinmachen, aber ich will irgendwie nicht, weil ich will es nicht so übertrieben schwer haben. Leicht haben. Gut, gut, gut. Das steht mir einfach von den Socken. Wo sind jetzt die? Haben wir keine mehr? Wir haben scheinbar keine mehr. Ah ja, wir haben das noch. Das machen wir dann, wenn wir Tates 13 machen können. Also müssen wir hier rein. Wir müssen noch ein bisschen höher kommen. Wir werden jetzt zuerst einmal ein paar normale Rifts machen, gemischt mit Greater Rifts. Und so. Einfach mal. Mal schauen, was das Spiel so uns vorschlägt mit den Drops. Ach, mir Scheißteil. Ich habe wieder Allergien. Ich weiß jetzt, auf was ich allergisch bin. Auf den Teppich, den wir haben im Wohnzimmer, bin ich allergisch. Deshalb habe ich manchmal Schnupfen. Tut mir leid, gell? Tut mir leid. Wie der Hammer irgendwie geil aussieht, also mir gefällt er schon. Also mir hat er mal weniger gefallen. Dazumals habe ich noch, ja, skeptisch gehabt, ob Diablo 3 nicht gerade das beste Game ist und so. Ich wollte es immer als bestes Game haben. Aber nun gut, Blizzard wollte etwas anderes. Die wollten irgendwie einen Schneeschuss draus machen. Aber kein Game. Nun gut, jetzt haben sie den Schneeschuh. Vielleicht haben sie den Schneeschuh gewonnen bei Oscar oder so. Vielleicht haben sie den Schneeschuh auch einfach weggelegt. Auf jeden Fall kommt der Necromancer und keinem interessiert's. Außer mir. Ja gut, die Skepsis ist ja groß, oder? Lord Skeptis ist überall in den Menschen drin. Das kann man so einfach sagen. Hä? Aber was wollen die Leute im Internet eigentlich noch machen, außer trollen, außer negativ irgendwas sagen? Wenn, dann müssen sie so wie ich machen. Ich kann es wenigstens. Ich kann wenigstens ein Speer runter machen wie dieser. Aber alle meinen dann, ja, ich würde es ernst meinen und ja, bin ganz bitterbös. Stimmt ja irgendwie. Ich bin ja bitterbös, aber nicht auf euch, sondern auf die Spiele. Was war da? Nichts. Gut. Dachte, es droppt noch irgendwas. Scheiße. Dieser Scheißreflektor. Mal Asche auf euer Haupt. Ich muss defensiver werden, genau. Wir müssen irgendwas Defensives kriegen. So,
Sonst muss ich wirklich alles umwandeln. Und dafür habe ich einfach nicht viel von diesen Essenzen. Ich bin verletzt. Ja, ja, nur weil diese Scheißwald dort ist, genau. Ich sehe es halt auch nicht ganz so gut. Oh, ja, klar. Mach doch noch mehr, die spammen. Genau das mochte ich nie am Blizzard spielen. Die Leute, die Dinge spawnen einfach. Spammen immer. Spawner. Nein, spammen einfach ständig. Ich bin schwer verletzt. Ich wurde geheilt. Noch nicht. Ja, T5 ist auch stark für mich. Endlich mal ein Hut. Ich brauche Heilung. Wow, wie stark ist denn diese Scheißkröte? Kann doch nicht sein, dass ich da nicht Schaden mache, irgendwie. Oh Gott, habe ich Schnupfen. Noch nicht bereit. Ich mache irgendwie wenig. Ah, die Uranen sind wieder weg. Sind die gestorben? Okay. Dann sind sie ja wieder gestorben. Von mir aus. Eleox Krone. In Uralt. Dankeschön. Ja, jetzt brauche ich umso mehr. Natürlich. Der Ding, ja. Ich brauche umso mehr den Ring des Königin Prunks. Habt ihr schon Angst? Ja, hallo, Schneeschuhgestöber. Das geht noch nicht. Lasst mich alle töten. Also ich hätte schon ein bisschen auf YouTube ein bisschen etwas Besseres verdient, weil ich tue ja auch wenigstens so machen wie ein Rollenspiel. Aber eben, YouTube ist halt einfach zu voll. YouTube sollte auf einmal einfach aufhören zu existieren. Damit sie alle einfach merken, dass YouTube nicht eine Werbeplattform ist, sondern ein Scheiß. Einfach einer, der größenwahnsinnig war, hat dieses YouTube erfunden, das ich eigentlich schon viel früher erfunden habe. YouTube gibt es ja 2006 und ich habe meins 1996 erfunden. Stimmt doch. Damals habe ich noch PlayStation 1 gespielt. Da hatte ich noch gar keinen PC, einen eigenen. Ich war halt nicht in einer sehr reichen Familie. Ich hatte kein Sackgeld lange Zeit. Ich hatte nichts. Und ich lebe immer noch sehr bettelarm. Auch wenn ich 786 Euro auf dem Ding habe. Auf dem Konto. Das ist nun mal so. Jetzt habe ich 100 erreicht. Jetzt haben wir da. Ja, das Let's Play ist jetzt fertig. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Let's Play, das dann Season 9 kommt. Tschüss, auf Wiedersehen, gute Nacht. Ja, Scherz drüber. Wir machen auch dadurch noch weiter. Ganz viel. Ich mache ganz viel weiter. So, hallo. Darf ich hier mal aufräumen? Dankeschön. War nett. Hat mir Spaß gemacht. So. Ich habe schon viele früher geträumt, dass es schon auf dem Markt war. Also, wo es nicht mal angekündigt wurde, habe ich schon Spiele geträumt. Ich habe bevor Legend of Zelda Ocarina of Time rausgekommen ist, von einem Spiel in 3D geträumt, das alle Erwartungen übertreffen wird. Und 1998 ist The Legend of Zelda Ocarina of Time rausgekommen und hat alles übertroffen. 2000, Anfangs 2000, habe ich dann geträumt von einem Spiel, das aus der Hölle kommt.
Es kam vom Blizzard, also aus der Hölle. War wirklich aus der Hölle. Ich habe es vorausgesehen. Ich habe 2013 geträumt, dass GTA auf dem PC erscheint. 2 Jahre später erschien das Spiel auf dem PC. Ich kann hell sehen, 100 Pro. Armschienen. Was? Das ist zu teuer. Toll. Weißt du? Nein, das habe ich nicht. Das hast du nicht dabei. Das habe ich jetzt dabei. So, danke schön. Ja, ja, was haben wir? 10 Minuten gespielt, okay. Tiffany! Ich muss mal Tiffany töten wieder. Ja, ja. Langweile ich mich ein bisschen ab. Diablo 3 momentan, aber... Immerhin habe ich eine uralte Leorix-Krone bekommen. Das macht mir am meisten Spaß. Auch wenn eben die Langeweile extrem hier ist. Das ist nun mal so. Das ist nun mal so. Oh, das ist nun mal so. Ja, das ist nun mal so. 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 Was nochmal so ist. Das ist nun mal so. Vulkatos lächelt auf die Fresse. 101, Talmatina. Wo ist Tiffany, wenn man sie braucht? Da ist Tiffany. Noch nicht bereit. Habt ihr schon Angst? Die droppt nicht mal etwas, ey. Nördliches Hochland. Wo ist denn Tiffany? Ich brauche mehr Zeit. Hier war mal ein Stück Scheiße. Jetzt ist es weg. Ich will gleich mal Kadaverexplosion einsetzen. Wo ist der Goblin, wenn man ihn finden will? So scheiß Schnupfen immer, ständig Schnupfen. Das geht noch nicht. Schneegestöber. Schneegestöber. Oh, Handschuhe. Was macht denn der dort? Ich brauche mehr Zeit. Gib mir jetzt einen Goblin. Ich möchte einen Goblin. Die Pets haben da, wie heißen die schon wieder? Marodeur, nein. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Mir fällt es gerade nicht ein. So, Dame, jetzt kommst du mal mehr weiter. Hopp, hopp. Das geht noch nicht. Los, los, los. Los, weiter. Los, weiter. Los, weiter. Los, weiter. Da-da-da-da-da, heute ist der Tag der Wiederholung. Halt die Fresse, du sagst das doch schon zum 1000. Mal. Oh.
Das sind die Schlümpfe. Die sind blau. Noch nicht bereit. Los jetzt. Hopp, hopp, hopp. Ja, ja. Ich muss niesen. Und? Habt ihr auch schon mal einen Mensch gesehen, der genossen, genießt hat? Er hat's genossen beim Niesen. Der Drago Baser. Sein Name. Was war denn das? Wie weit wir einfach laufen müssen für dieses Scheißanwesen. Was tut eigentlich Blizzard machen, außer den Leuten Fallen stellen? Ich brauche Heilung. Ich brauche mehr Zeit. Wieso machst du so viel Schaden? Dankeschön. Hey, wieso ist es eigentlich jetzt so schwer? Ich habe doch nichts gedreht. Nicht genug Mut, noch nicht bereit. Blizzard ist scheiße. Und ich spiele scheiße. Wegen diesem Blitz. Ich habe zu wenige Widerstände wahrscheinlich. Kann sein. Ist mir egal. Ist mir Neapel. Und nun wandere ich. Verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinen Knochen. Und ich drohe, ihm zu unterliegen. Dann halt doch die Schnauze da nicht, unterlegst du ihm nicht. So, und hier haben wir... Hä? Ich war doch da. Ich war doch da. Wo ist denn der? Da oben. Ich war doch da. Wo ist er denn? Das wird nie angezeigt. Wo ist er denn? Wie ist er denn? Ich gewinne an Kraft. Wo ist er denn? Ist er hier? Wo ist er denn? Alles kaputt, bis ich ihn finde. Die Vorfahren sind hier heute. Wo ist er denn? Die dumme Schlampe geht sich töten als Geist. Sie springt herunter aus dem Balkon. Wo ist er denn? Was? Setportale? Ah. Ich frag mich noch, was ich bekommen habe. Nahe des Haupttores. Wir haben nur ein Haupttor. Naja, werden wir schon herausfinden. Sicher, hier ist er. Ich denke, er ist draußen. Ja, draußen. Oben einfach. Ich habe irgendwie keinen Bock, dorthin zu gehen. Weil ich keinen Bock habe. Ich langweile mich manchmal schon sehr. Aber das liegt jetzt einfach, dass es nicht so weitergeht. Ich hasse das Spiel, wenn es nicht weitergeht. Das Game ist dafür geschaffen irgendwie, dass es weitergeht. Da oben? Das ist doch nur ein Skelett. Ja, und der wird einfach als... Okay. Ja, ja. Ich wollte den eigentlich als markiert sehen. Okay. Gut. Ich will jetzt eigentlich hier hin. Ah, ich muss noch... Hä? Muss ich das hier töten?
Ja, aber ich habe doch Gegner getötet ständig. Ich habe ständig Gegner getötet. Mann, oh, ich hasse diese Kopfkette manchmal. Ich hasse sie immer noch. Ständig muss ich schauen. Ich bin einer, der schaut einfach nicht gerne immer wieder hin. Ich will spielen. Ich will nicht ständig das anschauen. Es nervt. Der sagt einfach noch zwei. Also ich habe noch einen. Das geht noch nicht. Ich will nicht ständig hier rechts schauen. Ich habe einen zu großen Bildschirm. Also ich bin... Naja, ich bin zu weit weg vom Bildschirm eigentlich. Ich bin nicht zu nah, ich bin nicht zu fern. Ich bin perfekt. Aber der Bildschirm ist so hässlich. Bei dem kann man nicht richtig ausschalten. Man kann nicht richtig anschalten. Man kann alles nicht richtig machen. Ich mag den Bildschirm überhaupt nicht. Ja, tötet alle. Meine Hiebe vernichten euch. Wie schön. Oh, wie schön. Ich brauche mehr Zeit. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Wie schön. Nur wie schön, 158, ey. Nur weil die anderen nicht rausgekommen sind. Aber nur gut. Ich könnte noch mehr erreichen, hä? Aber ja, mir langweilt's eh. Ja, jetzt sage ich auch mal in diesem Part, dass ich einfach nicht... es gut genug finde. Ich will ja eigentlich meine Sachen sagen, die ich so denke. Und wenn halt hier alles scheiße ist, dann muss ich halt so denken, oder? Aber genau so bin ich es ja. Da möchte ich ja auch, dass ihr mich kritisiert, anstelle immer disliked. Also ich werde sehr wenig disliked. Das liegt einfach darum, dass ich auch sage, wenn ich es halt irgendwie schwarz fühle. Ich bin halt einer der schwarzen Witzereis. Nehmt es einfach nicht als ernste Kritik an und ihr werdet ein guter Kollege von mir sein, ihr werdet Spaß haben bei mir und so weiter. Also so ist es halt. So, wir haben jetzt gleich schlecht erreicht. Der hat eine größere Reichweite gehabt als... oder war das Reflex... also vielleicht war das die... endlich ist er weg. Wir haben zu wenig Reflex... ja, Zähigkeit ist ja eigentlich relativ gut. Komisch. Ja, ja, wir werden Ende, also wenn die Season zu Ende ist, werden wir sich die Kampagne machen. Ich möchte sie aber gerne auf T13 machen, wenn ich relativ gut die Gegner auch besiegen kann. Ja. Ich brauche mehr Zeit. Frischfleisch für mich. Noch nicht bereit. Feuer schlecht. Feuer schlecht, Feuer schlecht, Feuer schlecht, Feuer schlecht. Feuer schlecht, Feuer schlecht, Feuer schlecht, Feuer schlecht. Ich bin überlastet. Feuer immer schlecht. Dieser Scheiß, den ich bekomme.
Ich kehre in die Stadt zurück. Ja, das brauche ich sowieso nicht. Weg. Weg. Ich kann nichts mehr aufheben. Weg. Ich muss zurückkehren. Also die Urahnen sind beim Tor, beim großen Tor. Nock 3 ist das große Tor. Keine Ahnung. Ich komme bald drauf. Keine Angst. Ich will aber selber drauf kommen. Beim großen Tor. Secheron? Kann das sein? Das ist doch ein Tor. Hey. Die Brücke. Ach komm. Das war doch hier. War das ein anderes Portal? Ich glaube, das war hier das Portal. Das geht noch nicht. Aber was ist hier ein Tor? Hier ist doch kein Tor. Keine Ahnung. Aber hier war doch das Portal. Kann doch nicht sein, ey. Niemand hält mich zurück. Schalalalalala. Schalalalala. Schalalalalala. Schalalalalala. Das ist doch das vom Ding, vom Totenbeschwör... Nein, vom Hexendoktor. Doch wer sind diese großen blonden Krieger? Gut, dann haben wir das hier nicht. Vielleicht ist es hier. Tod der Hölle. Die Bewohner der Ruinen dieser uralten Stadt vermuten, dass etwas nicht mit rechten Dingen zu. Ich weiß es wirklich nicht. Wo könnte es sein? Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht mit diesem... Ja, ich glaube, ich habe es noch nie mit diesem gemacht. Ja, ja, im nächsten Part werden wir schon ein bisschen besser, hä? Aber eben, wenn halt das alles nicht so gut geht... Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder, hoffentlich. Dankeschön und tschüss.